Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo Wolf, hallo allerseits. Ich habe mich schon auf dieses Spiel gefreut. Die Partie hat begonnen. Diana. Xabi Alonso. David. Tyro. Und der Linienrichter zeigt an, abseits. Xabi Alonso. Kyle Walker. Subotic. Maszykowski. Tio. Oh, jetzt zieht er auf. Das gibt Einwurf. Maszykowski. Enzo Perez. Und die Flanke zum langen Pfosten. Xabi Alonso. Große Risiken gehen beide nicht ein im Moment. Im Spiel läuft noch nicht so viel zusammen. Bayern München hat noch immer keinen gefährlichen Schuss verzeichnen können. Er versucht es alleine. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt nichts. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Er zieht durch. Da hätte er sein Solo veredeln können. Das ist ein Erfolgsrezept dieser Mannschaft. Die Lücke erkennen, im richtigen Moment reinstoßen und dann allerdings beim nächsten Mal nach Möglichkeit auch ein Tor draus machen. Auf dem Weg in Richtung 16er. Da kommt er nicht richtig durch. Allein gegen alle. Er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Schönes Ding. Kyle Walker. David. Maszykowski. Szczęsny. Er bringt ihn! Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Diana. Sie haben gekehrt. Nicht mehr lange bis zum Halbzeitpfiff. Noch ist kein Treffer gefallen. Er geht in Richtung Strafraum. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Legia Warschau kontrolliert den Ball, macht aber derzeit nicht viel Boden gut.
Wichtige Ballkontrolle. Kopfball. Weit daneben. Frei vor dem Tor. Freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor. Und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Direkt in den Fuß des Gegenspielers. Da geht er alleine. Nur noch 5 Minuten bis zur Pause. Versucht die Gasse zu finden. Tor! Tor für den FC Bayern München! Was für ein Schlusswort gegen Ende der ersten Hälfte. So, Hansi, und jetzt bist du dran. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Neuer Spielstand, 1:0. Sie sind in Führung gegangen, aber Sie dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen. Ein Alleingang. Da hat er sich festgelaufen. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Das waren die ersten 45 Minuten. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Mit nur einem Torunterschied geht's in die zweite Hälfte. Was wäre das für ein Tor geworden? Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Hier direkt nach der Pause. Ich bin mir sicher, die wollen eine Menge bewegen in diesem zweiten Durchgang. Legia Warschau verwaltet den Ball derzeit nur. Da kommt nicht viel zustande. Ab in die Spitze. Kuchacik. Zürich. Das ist ein langer Ball. Auf den Kopf. Treffer versenkt. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vor. Und der Kerl steht richtig gehend in der Luft. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Freunde, 2:0 jetzt also. Sie haben die Führung ausgebaut und wir stellen uns natürlich alle hier im Stadion die Frage, ist das schon die Entscheidung oder kann der Gegner noch mal zurückkommen?
letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Young. Durch die Abwehr. Freunde, so nicht. Langer Ball in den freien Raum. Dante. Ein langer Ball nach vorn. Ah, diesmal war es abseits. Schnell auf die Bank. Die Jungs machen sich warm. Also den einen oder anderen könnte man noch bringen. Und der Rückpass ins Zentrum. Zyro. Er steckt ihn durch. Nicht im Abseits. Waschikowski. Perez. Reus. Das ist ein guter Torhüter. Der Keeper kommt gerade noch an. Dann wird den Ball reinbringen. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Gute Möglichkeit zu flanken. Legia Warschau ist dann nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Xabi Alonso. Da treibt er den Ball weit vor. Da geht er durch. Der kommt richtig lang. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Kucharczyk. Dann. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Kucharczyk. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt nichts. Xabi Alonso. Weit nach vorn gespielt. Dann. Reus. Er versucht da den Lupfer. Der ist da warm. Ein Pfiff, schätze, Foulspiel. Ihn runter. Mei. Also da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht zu hart ist. So eine Entscheidung kann natürlich ein Spiel stark beeinflussen. Das war absolut unnötig, überflüssig wie ein Kropf. Heftig weggedroschen. Junge, die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Kurze Ecke. Und bitte! Da gibt es in der Spielfeldmitte eine Menge potenzieller Anspielstationen. Ganz knapp am Ziel vorbei. Ich glaube, das war's, ja. Das ist der Schlusspfiff. Eine starke Leistung und Ihr Trainer wird zufrieden sein. Sie haben genau das umgesetzt, was im Vorfeld besprochen wurde. Genau dafür kommen die Fußballfans ins Stadion. Spannende Zweikämpfe, Traumkombinationen, viele Torschüsse. Danke dafür.